Nachdem wir also jetzt geschaut haben, was in Deutschland, vor allen Dingen beim DAX so los war, natürlich der Blick nach Amerika rein. Da hat ja auch der Dow Jones mittlerweile wieder neue Rekordhöhen ereilt und vor allen Dingen der S&P 500 sehr, sehr stark. Zu Gast bei mir Jürgen Schmidt, Chefanalyst des Aktienmonitors. Jürgen, wir dürfen uns duzen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ja, wie sieht's denn aus, Mensch? Der Dow ist super gelaufen und S&P 500 wesentlich größer, noch stärker. Ja, natürlich, die amerikanische Börse ist natürlich die größte Börse der Welt. Ja, über die Hälfte der weltweiten Marktkapitalisierung vereinen amerikanische Unternehmen auf sich selbst. Und da spielt der Brexit für eigentlich eine untergeordnete Rolle. Man schaut da eher weiter, was die Zinsen machen, was das Wirtschaftswachstum im eigenen Land macht und so weiter und so fort. Und da ist man auf einem guten Weg. Man will aber eigentlich so ein bisschen Stabilität zumindest für Europa haben. Ich glaube, das reicht den Amerikanern dann schon. Das reicht den Amerikanern. Man wird natürlich mit Großbritannien vielleicht eine engere Union schließen als vorher. Mhm. Und Europa kann auf die USA nicht verzichten und umgekehrt. Man ist ja in Tipp-Verhandlungen und so weiter. Die Amerikaner sehen das sehr gelassen. In Amerika haben wir ja einige große Unternehmen, wo sich bei Zeiten halt eben auch ein Einstieg lohnt. Du hast mal ein paar Produkte jetzt mitgebracht, wenn man da dran kommt, kommt man ja eigentlich täglich in Berührung mit. Okay, mit Windeln haben wir nicht mehr so viel zu tun, aber Waschmittel und gerade ich halt eben mit Gillette, ja, das ist Procter & Gamble. Natürlich, große Marken und die bieten amerikanische Unternehmen natürlich zuhauf. Procter & Gamble ist praktisch das Urgestein für Markenartikel und die spielen natürlich gerade in Zeiten der Geldentwertung eine wichtige Rolle. Hier kann man Preiserhöhungen viel besser an Kunden weitergeben und gerade auch mit dem weltweit wachsenden Wohlstand steigt die Nachfrage nach Markenartikeln und das Procter & Gamble natürlich erstklassig positioniert. Und da hat man gehört, dass die Kunden am Tag 4 Milliarden Mal in Kontakt mit einem tatsächlichen Konstrukt oder einem Mittel, einem Produkt vom Procter & Gamble in Verbindung kommen. Jeder hat sie zu Hause. Die jungen Familien, die Pampers-Windeln, wir rasieren uns mit Gillette, gewaschen wird mit Ariel. Es gibt noch viele, viele andere Marken, die jeder kennt. Und das ist natürlich der Fundus damit, dass Procter & Gamble Geld verdient. Man kann als Anleger natürlich davon profitieren. Als Beispiel, wer vor 25 Jahren in Procter & Gamble investiert hat, ein Betrag X, kassiert heute allein eine Dividende, die darüber liegt. Ob es in 25 Jahren nochmal so sein wird, zumindest die Richtung stimmt. Aber es ist natürlich auch ein krisensicheres, ein krisenfestes Geschäft, weil ich denke hier Zahnpasta, Gillette, das braucht man natürlich immer wieder dann auch. Absolut. Das sind Produkte, die jeder braucht. Es gibt natürlich da auch Zyklen. Procter & Gamble stärkt momentan sein Geschäft mit den Top-Marken, also wo auch am meisten verdient wird. Man trennt sich ein bisschen von den Randbereichen, was eigentlich das Geschäft für das Unternehmen noch stärkt. Also das ist auf jeden Fall eine Aktie, die man sich auf jeden Fall mal näher anschauen sollte. Ja, wenn wir direkt mal weiterschauen, da werden wir jetzt mittlerweile auch schon fast täglich konfrontiert. Wenn man früher gesagt hat, okay, wir suchen mal eine Suchmaschine, dann wird heute nur noch gegoogelt. Und ich glaube, wenn man tatsächlich den Marktplatz Internet für einen Kauf benutzt, ja, dann wird nur noch geamazont. Absolut. Amazon ist der König des Internetkaufhauses. Man hat den Umsatz in den letzten 5 Jahren verdreifacht. Von 50 Milliarden auf jetzt fast 130 Milliarden Dollar. Nächstes Jahr wird man 150 Milliarden erreichen. Man hat jetzt hier in Deutschland auch den Prime Day gehabt, letzten Dienstag, wo auch 60% mehr umgesetzt wurde als vor einem Jahr. Und Amazon macht ja nicht nur Online-Handel, sondern mittlerweile auch Online-Musik, Online-Video. Man hat eigene technische Produkte wie den Kindle, den E-Book-Reader. In Amerika den Echo, einen smarten Lautsprecher, der auf Sprachbefehle steuert. Ganz innovatives Unternehmen, was noch viele gute Jahre vor sich hat. Und die wollen ja jetzt im Prinzip auch ihre eigenen Waren dementsprechend in die Welt hinaustragen. Also nichts mehr über die Deutsche Post oder bei DHL. Nein, man möchte sein eigenes Vertriebssystem aufbauen. Genau, und man hat auch schon Testreihen gefahren, sehr zu Lasten der Deutschen Post beispielsweise. In München hat man ein Pilotprojekt gemacht, was dazu gesorgt hat, dass die Deutsche Post 70% weniger Pakete hat. Also das zeigt schon, was da los ist und was da auch für Amazon, auch in der Logistiksparte noch drin ist. Das war ja immer ein Pfund, gerade zu Weihnachten für die Deutsche Bank, die ganzen Auslieferungen, 7 Milliarden Päckchen hieß es mal irgendwann dann zu Weihnachten. Wenn Amazon das jetzt alles alleine macht, fehlt der Deutschen Post schon ein bisschen was. Absolut. Apropos Auslieferung. Viele Unternehmen liefern ihre Daten oder lagern ihre Daten aus. Das weiß kaum jemand, dass Amazon mittlerweile der größte Cloud-Anbieter der Welt ist. Also die weltweiten Daten, die gesammelt, gespeichert werden, da ist Amazon führend mit seiner Tochter
AWS. Das ist ja eigentlich ein Bereich, der auch von der SAP bedient wird, das sogenannte Cloud-Geschäft. Aber wenn Amazon da jetzt noch mitmischt... SAP spielt momentan eine Nebenrolle. Natürlich, sie machen Software für die Unternehmen. Das ist eine andere Liga, auch Cloud-basiert. Aber Amazon ist das, der die Datenbanken, die Serverfarmen stellt. Und da wird knackig verdient. Also das heißt, das ist auch auf jeden Fall ein Papier, wo man längerfristig mal einen Blick drauf schmeißen sollte. Grundsätzlich sind das Unternehmen, weil man sieht, Amazon letztes Jahr 140%, dieses Jahr schon wieder 38%. Da gibt es auch mal Rückschläge, wo so eine Aktie mal 20-30% korrigiert. Das sind dann die Momente, wo man besonders gerne zugreift und was man natürlich auch jedem Anleger raten kann, das zu tun. Also wenn die Kanonen am lautesten donnern, wie sieht es denn da aus? Wir haben ja noch zwei weitere Produkte, die jetzt auf dem Tisch stehen. Das große Thema, fragen ja viele Anleger nach, weil sie halt eben auch das Produkt selber benutzen, Apple natürlich in den Vereinigten Staaten. Jetzt hat man mit Tim Cook ja einen neuen Vorstandsvorsitzenden, wo man aber sagt, er ist mehr der Wahrer, der große Visionär ist er wohl nicht. Gut, natürlich Steve Jobs galt als der große Visionär, das Hirn von Apple. Aber es gibt natürlich viele intelligente Menschen hinter Steve Jobs oder jetzt auch Tim Cook. Apple investiert wie kein anderes Unternehmen Milliarden in Forschung und Entwicklung. Gerüchten zufolge ist man auch an einem eigenen iCar schon dran. Mhm. Aber auch die bestehenden Produkte sind Cash-Cows. Natürlich hat man Rivalen wie Samsung. Apple kommt mit seinem iPhone, das ist ja immer noch das Kernprodukt des Konzerns, zwar nur auf einen Weltmarktanteil zwischen 10-20%, je nach Produktzyklus, aber verdient über 90% der Gewinne. Und das kommt, darauf kommt es an. Und das sorgt auch dafür, dass Apple mittlerweile 200 Milliarden Dollar Cash in der Kasse hat. Und damit lässt sich vieles anstellen. Was könnte man denn damit anstellen, außer halt eben Übernahmen? Ich meine, die Margen sind ja enorm. So ein Handy, wenn man das mal so hochrechnet, kostet mittlerweile im Schnitt an die 700. Was kostet die Herstellung? Um die 100, ja, zwischen 100 und 150 Dollar. War schon Marge drin. Aber natürlich ist das iPhone ist ein Markenprodukt, da kommen wir wieder zurück. Ja, entweder ich habe ein Smartphone oder ich habe das iPhone. Das spielt eine wichtige Rolle und das spielt natürlich Apple in den Karten. Und zurück zum letzten Modell, dem iPhone 6, ja, das hat zu einem absoluten Unternehmensrekord geführt, nicht weil es eine besondere neue Technologie hatte, sondern nur, weil es ein Stück größer war. Mhm. Ja, man denke einen Schritt weiter, ja. Wenn Apple es mal schaffen sollte, mal einen leistungsstarken Akku in das iPhone zu platzieren, was nicht nur einen Tag hält, sondern vielleicht auch mal drei, ist der nächste Unternehmensrekord garantiert. Sie haben es gehört, meine Damen und meine Herren, Procter & Gamble, Amazon oder Apple, das sind natürlich so die Favoriten von Jürgen Schmidt hier, dem Chefanalysten des Aktienmonitors. Naja, und wir müssen jetzt auch ein bisschen Geld verdienen und geben zuerst einmal ab an die Werbung.